Sturmbrecher, oh Sturmbrecher, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Jo, ich hab Sturmbrecher. ja, lieb gewonnen. Wenn ihr da kurz mal schauen könntet. Ihr seht es. Die Animation ist ziemlich cool. Lol. Weil es ist ja eine Zweihandwaffe und trotzdem trägt, also schwingt er sie mit einer Hand und dann noch so komisch ringsum. Mega lustig. Das ist auch lustig. Aber das kennen wir ja schon sehr lange. Also auch wo noch das alte Eis war, gab es das schon. Das ist gut gemacht für die, die nicht warten müssen. Jo, und wir sind sehr stark geworden. Also ich bin sehr stark geworden. Ich konnte ja gestern nicht mehr aufnehmen oder Livestream machen. Und heute Morgen bin ich aufgewacht mit einer, ja, schlechten Nachricht über meinen Vater. Der ist schwer krank jetzt, ja, mit dem Krankenhaus. Ich bin ja erst kürzlich gewesen. Und ja, da kann ich halt einfach nicht so viel aufnehmen und zeigen. Aber sobald es mir wieder besser geht, vor allem auch allgemein, die Zeit wieder mehr da ist, kann ich dann wieder mehr zeigen zwischendurch. Ich will natürlich jetzt einfach ein bisschen die Highlights zeigen. Und jo. Ich ja, finde eben das Spiel immer noch sehr, sehr gestreckt. Also in der Kampagne vor allem. Und halt beim Grinden im Endgame. Und ist halt einfach nicht gerade so immer zeigenswert. Oder ihr werdet, so wie ich jetzt in den Aufrufe Dauer und so sehen, halt nicht immer sehr glücklich sein. Und deshalb tue ich einfach das Bestmöglichste für euch und zeige einfach das Spannendste für euch. Und nicht gerade so, dass, jo, alles. Das alles. Genau das alles. So, oh, das ist sehr schön. Geile Lichtstimmen. Cool. Ja, und in einem Level haben wir hier Fragment des Enigmas. Ist eines der beliebtesten Items von einem, ja, Blitz. Also jemand, der Blitz benutzt, das Schaden. Und ja, ich finde, es ist auch ein tolles Item. Bei Statik, das ist wahrscheinlich das, was wir hier da rings um die Gegner haben, wenn wir sie treffen. Und das tut irgendwie explodieren durch ein paar Nodes aus zum Beispiel, ich glaube, es ist einfach hier bei Aufladung, diese Explosion, nein, es ist bei Blitzexplosion, genau. Aber diese Statik-Explosion, wo sind sie? Ah, sie sind wahrscheinlich hier unten, oder? Ist das Statik? Nein, das ist Schock. Schock-Explosion. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie sind, aber es ist so Statik-Explosionen. Und, ah, vielleicht hier. Mana-Bogen ist aber nicht Statik. Ich kann es nicht genau sagen, eben. Ich bin auch neu in diesem Bild. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ja, Funkenaufladung ist es, glaube ich. Heißt aber irgendwie Statik auf Englisch. Und, da müssen wir auch noch ein Prozent, also noch 10% erhöhen. Ja. Dass wir da Explosionen bekommen, sozusagen Statik-Explosionen. Und die werden durch dieses Item eigentlich dann vergrößert, verstärkt und so. Funkenaufladungsexplosionsbereich, ja. Also Deutsch. Gut. Dann verstehe ich das auch ein bisschen besser. Plus 1 zu Blitzfähigkeiten, super. Sehr gut. Und was verlieren wir? Wir verlieren die Neben. Also ist das eine Nebenhand? Ja. Ich kann eben gerade keine Waffe tragen. Also wir müssen die Waffe dann noch holen. Eine Waffe. So, genau. Und was haben wir denn sonst noch? Also einfach noch diesen Scepter ab Level 49 oder 48. Ich finde es so geil. Ich muss die Lawine, nicht Lawine, die andere. Ja, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Avalanche auf Englisch. Nicht ausweichen, oder? Jetzt bin ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber gut. Ich
Ich dachte, hier wäre eine Kiste gewesen rechts, aber okay, sind wir umsonst gegangen. Vielleicht ist die Kiste hier oben rechts. Boah. Also Levels können die halt schon bauen. Zucker. Kann ich da irgendwie anders? Ein schönes Bild machen. So, danke. Also. Ja. Aber auf Unterrufe. Genau. Ist auch ein cooles Item. Nice. Das ist Aberrant Ruf oder so etwas auf Englisch. Was ist ein anderes Item noch? Aberranter Ruf ist von mir schon mal benutzt worden im Let's Play. Beim Bild. Ich weiß nicht, wie lange ich den Bild gespielt habe, aber ja, ist ziemlich geil. Bin ich auch öfters. Also, wenn ihr den sucht, der droppt öfters. So. Jo, nochmals links. Ich finde den Weg nicht. Also, was können wir nehmen? Ein Stangenschwert nicht. Das ist Zweihand. Aber ich dachte, das wäre ein Ding, ein Relikt. Relikt. wo ist denn das? Also, wie ihr wisst wahrscheinlich, habe ich ja eben gesagt, ich habe so mega Brustschmerzen. Brustkorbschmerzen. Und ja, bin ja dann kurz im Krankenhaus gewesen. Ich bin wieder zurück, weil die nichts gefunden haben und so weiter. Jo, hab gedacht, ja, es klingt irgendwann mal wieder ab. Aber er ist nicht abgeklungen, es wurde stärker, jetzt ist es noch stärker. Und dem heute Morgen habe ich gehört, mein Vater ist auch im Krankenhaus, kann ihn also nicht besuchen und eben, es geht ihm schlecht, er hat hohes Fieber. Und so eine dumme Krankheit, die man nicht aussprechen darf. Wieder zum zweiten Mal jetzt. Nach einem Jahr und 2 Monaten. Und das ist halt doch schon ziemlich doof, gerade im Moment, oder? Sehr unglücklich. Ich habe zwar Pass of Exile, aber das kann mich auch nicht immer motivieren. Bin halt schon ein riesiger Fan geworden. Je mehr man das Spiel spielt, desto mehr Spaß macht es. Also, wenn ihr einfach mehr Spaß haben wollt, vor allem auch in eurem Leben, sonst so. Also, spielt Last Epoch, das ist so motivierend, weil ihr da immer mehr ausprobieren wollt und auch ja, herausfinden wollt und so Sachen. Braucht meistens ein Ziel, wenn es euch schlecht geht. Und ich habe es jetzt zum Beispiel mit meinem Training, oder ich muss jetzt unbedingt wieder anfangen zu trainieren, auch wenn ich Schmerzen habe, damit es einfach auch gut geht für mich. Ja. Aber es stürmt ja draußen fest. Das ist nur Nahkampf-Bridge? Ist das nicht? Ah, das ist Elektrifizierungs. Das war ich schon genommen. Und jo, möchte ja eigentlich mega Zeit haben für zum Beispiel Livestreaming und Let's Play. Ich weiß, ich tue mir ein bisschen zu viele Gedanken machen, stimmt. Aber eben, ich brauche den Spaß, ich brauche die Freundschaften, also die sozialen Aspekte und ich brauche auch den Sport und alles drei ist halt so extrem komplex für mich, dass es halt extrem schwierig wird, da immer gut Parts zu bringen, euch auch sehr glücklich ma zu machen und so weiter. Das ist aber momentan nicht so viel möglich. Aber gut, eben, es ist, eben andere ist es auch wichtiger, nur eben es. Geht dann so in den Hintergrund, wenn ich dann auch irgendwann mal wieder, also wieder schon wieder ins Krankenhaus muss, weil es mir einfach nicht besser geht. Oder? Und die machen nie etwas oder so. Das ist halt richtig gemein für mich. Es ist, also so wie das Leben sich jetzt momentan lebt, ist es sehr ungerecht für mich, oder? Ja. Aber ich will ja euch Spaß bringen. Also ich schaue schon, dass ich natürlich euch so viel Spaß zeigen kann wie möglich.
Nehmt es gerne ein bisschen an, natürlich. Ist jetzt momentan weniger, weil Last Epoch einfach gerade momentan in einer Schlafphase ist. Einfach so wenige wie nur Skate eigentlich ja, zuschauen wollen, wie andere spielen. Und ja. Dann ist es ja zeitlich auch schlimm, weil YouTube hat Probleme. OBS hat Probleme, das wirft immer mein Mikrofon wieder weg. Letzte Part war ja ohne Mikrofon, also ohne Sprachausgabe. Habe ich nicht mitgeredet, weil OBS einfach das irgendwie nicht richtig aufgenommen hat. Ich habe es jetzt auch wieder gesehen beim Start. Der Balken funktioniert, also der Soundbalken, ich rede. Aber im Video danach rede ich nicht. Also es ist scheinbar ein Riesenbug, was die wieder eingefügt haben durch ein Update. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich update gar nicht mehr OBS, weil die bringen halt so scheiße Patches raus, dass du eigentlich kotzen kannst. Fast wie Last Epoch. Nein, Last Epoch ist ein bisschen besser, aber die haben halt einfach viel zu viele Bugs wieder eingefügt. Seit dem 9. oder 7. September Patch, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Was machst du gerade hier? Der Breakdance. Hey, hallo. Ja, wie heißt der? Ulfric? Ah, Grail, gell? Grail. Genau. So. Ja. Im Last Epoch ist ja natürlich Monolithenfarmen und Monolithen erleben. Ich habe auch gesehen, einer hat ein ganzes Monolithen. Ja, also die ganzen Echos aufgedeckt, was das so komische Sachen sind und so weiter. Ist echt cool, also. So Monolithen machen natürlich mega viel Spaß. Müssen sie ausbauen, muss natürlich noch ein bisschen cooler werden, motivierender werden und so, aber es ist schon geil. Also, das ist alles irgendwie so zufallsgeneriert, oder? Und trotzdem sehr, sehr gut. Ist einfach geil. Und von der Kampagne habe ich selber kaum eine Ahnung, weil ich die einfach immer durchrushe. Ich weiß nicht, ob ich so etwas zu haben will. Diese Resistenzen ist ja. Es sind einfach zu wenig Resistenzen in der Kampagne. Mit großen leeren Widerstand. Also, ja, ich brauche Cold Resistance jetzt gerade. Und Physical Resistance. Da habe ich eigentlich gut. Ja, 44 ist nicht gut. Aber ja. Und ja, ich schaue wirklich, dass ich auch nicht sterbe. Ich rushe durch, aber ich tue safe rushen. Nicht, dass ich irgendwie sterbe wegen ein paar Gegner, die so völlig OP sind. Ihr kennt ja sicher da diese Ambushes in den Monolithen und dann kommt manchmal so ein Käfergegner und der macht manchmal so 2, 3 Minuten keinen Schaden oder kaum Schaden. Wenn ihr nicht stark genug seid oder wenn ihr gerade stark habt oder sehr schnell gelevelt habt oder so noch nicht so stark seid, geht das ewig und dann plötzlich macht das so viel Schaden, dass man stirbt. Das ist nicht balanciert, oder? Du willst so etwas nicht haben, wenn er schon so viel stärker und sehr ist als andere Gegner. Willst du nicht noch einen haben, der irgendwann mal irgendwie so verbuggt ist, weil er irgendwie etwas castet, wo. Also es sind wahrscheinlich die Giftpfützen oder so, die er castet, die mega viel gesteckt sind. Also er kann auf einen Schritt in einem Cast ganz viele Giftpfützen übereinander casten. Und das gab es, glaube ich, in Path of Exile auch mal. Das ist einfach irgendwie, weil die Leute nicht programmieren können oder so. So eine Art Loop. Jo, und deshalb habe ich auch den Bienenmancer wieder eingestuft. Ja, also Bienen wieder, sorry. Wieder ein bisschen pausiert sozusagen. Weil er einfach noch zu schwach ist. Also die Bienen hauen noch nicht so richtig rum. Ich brauche also zuerst ein paar Items mit Attunement. Und dann geht's. Vielleicht auch Stärke gleichzeitig. Also auch Stärke-Items natürlich. Nur eben, es ist. Manchmal schon ein bisschen unfair, was man so braucht oder also. Wieso hat jetzt zum Beispiel die Springform keinen Teleport? Nur einen Ring, der eben Teleport gibt.
Da brauchst du, die Entwickler wollen ja, dass du teleportierst oder hüpfst oder so Sachen. Bewegungsskills einsetzt, aber nein, dann hast du irgendwelche Restrictions, dass du einfach nicht etwas machen kannst. Barrieren auf Deutsch. Und dann kannst du die Builds gar nicht spielen. Aber dafür hast du auch so eine mega Lust, Builds auszuprobieren, oder? Also, du probierst sie aus und dann spielst du irgendwie sie nicht mehr, weil du irgendwie etwas unfair findest. Jetzt müssen sie alles noch ein bisschen fixen. Alles ein bisschen balancieren. Jo. Dafür macht es halt einfach zwischendurch dann immer sehr viel Spaß, wie jetzt gerade. Ja, darf ich da mal ein bisschen so unten drücken? Genau, also das. Oh, das Dawnbreaker darf ich nicht mehr benutzen, weil es nebenhand ist. Ach Güte. Grundgütiger Gott, du. Hab ich hier nicht irgendwie. Ist dein Handel? Ja. Also hier haben wir es Blitzeges, genau. Aber zu wenig Prozent und das nicht unbedingt. Ich brauche Resistenzen und diesmal brauche ich, glaube ich, Feuerresistenzen. Habe ich das? Ein bisschen Blitzschaden rein noch. Ein bisschen mehr Blitzschaden. Und denke, Nekrose Widerstand. Ich weiß nicht, Monolithen gehe ich jetzt mit diesem Bild noch nicht. Er hat einfach zu wenig Resistenzen. Ich könnte irgendwie eine Rüstung tragen. Sondern dieser, ja. Okay, Leash ist auch ein bisschen wichtig. Ist stärker als ihr denkt. Keine Ahnung, aber eigentlich möchte ich zu den Monolithen gehen. Kann es aber nicht. Weil ich einfach zu viele Unix trage. Ohne Resistenzen. Ja, ich weiß es nicht. Ein Relik oder so mit. Ich schaue mir das noch an. Machen lieber die Kampagne noch weiter. Mir fehlen noch drei Dinge. Ich muss hier noch. Genau, hier hochgehen. Also probieren wir das jetzt mal kurz aus. Wie stark sind wir mit der Nebenhand? Dem Katalysator. Ja, gibt schon sehr viel Schaden. Plus 12 Expl Intelligenz noch. Nein. Also, dann haben wir hier noch eine große nochmal. Und Feuer Widerstand. Habe ich irgendwas falsch geschrieben? Habe ich gar kein Items Feuer Widerstand. Es geht irgendwie nicht, weil ich. Ja, was willst du denn? Loot für den. Feuerwiderstand. Ja, das machen wir zwar wenige Schaden und machen nicht mehr so viel Leash. Wir haben Leash noch hier unten. Aber nur 3%. Probieren wir es so mal aus, dass wir hier noch die Feuergegner gut besiegen können. Die Risse sieht cool aus. Da ist noch so ein. Wie soll man den Banner-Ding? Einfach ein bisschen Stoff, das im Wind flackert. Ja, mal schauen, wie es mir bald gehen wird, wenn es mir besser geht. Dann vielleicht ein bisschen mehr Livestream wieder. Auf twitch.tv/Dragwasler wieder. Und ja. Also die Aufzeichnung mache ich natürlich gerne wieder auf YouTube, aber wenn es euch stört, muss ich sie nicht unbedingt bringen. Ich möchte einfach alles archiviert haben. Twitch wird halt alles. Ja.
gelöscht. Nach einiger Zeit. Ja, es wird lange Livestreams geben und deshalb muss ich nicht immer so mehrere Parts oder so hochladen von den Aufzeichnungen. 3900, okay. Also ihr seht, die Explosionen sind gigantisch viel größer. Hä, wie viel mal größer sind die? 224, also ja, doppelt so groß und ein Viertel so groß nochmals dazu. Ja. Meteor? Ich habe einen neuen Meteorbild. Dragomag-Explosionen. Und Bienen. Und Bienen. Aber Bienen sind weit weg. 11 Uhr Games will nicht, dass ich Bienen spiele. Ich könnte aber die Bienenglows benutzen. Einfach nur so just for fun. Da habe ich wieder Bienen. Ich bin ja ein Haarkämpfer. Ui. Ist das Schnee? Könnten auch Blumen sein. Für die Bienen. Ja. Aber schöner Bild. Ist wirklich nicht gerade so leicht zum Leveln. Er macht dann manchmal zu wenig Schaden. Flammen, Bossen. Aber sobald ihr euch diesen einen Katalysator habt, habt ihr wahrscheinlich auch Boss schon. Und ja, er ist flexibler, er wird immer stärker, sehr schnell stärker. Jetzt schauen wir mal, also ich habe gute Dinge. Noch mal einen Rekord brechen im Schutz. Aber bei 63.000. Hm. Auch bei, nein, beim Runenmasterbild, glaube ich. Den wir, glaube ich, als erstes gespielt haben, dann habe ich extra auf Schutz gemacht, oder? Hat mich natürlich auch nicht gerade so gut als geskillt durch so viel Schutz. Aber ja, hat richtig Spaß gemacht. Nur eben ich hatte einfach keine Motivation, in so viel weiterspielen, ohne wirklich auch zu wissen, wie das genau funktioniert. Ich habe es jetzt auch einem Kollegen müssen erklären, wie das ungefähr funktioniert. Ich habe einfach keine ich habe einfach auch keine Lust auf so Cooldown die ganze Zeit in einem Hack'n'Slay gehören. So Cooldown-basierte Skills eigentlich gar nicht richtig dazu. Also es passt nicht. Du willst Action, oder? Der Entwickler will Action. Und was bekommst du? Ja, Cooldown-basierte Skills, das macht keinen Sinn. Das ist, ja, sie sollen halt nicht so fetzen, oder? Dass man sie nicht spammen sollte. Dass man sie einfach, dass es einfach nicht so fetzig ist, aber dafür, ja, ganz jetzt spambar ist, das ist viel besser. Ja, jetzt muss ich das hier noch machen, dann habe ich eigentlich nichts mehr. Ja, ich habe ja schon 18. Und das muss ich hier hoch machen. Ich schaue ich noch mal kurz. Sonst habe ich später Gegner, die mich töten. Also bei Statik 5, ja. Das noch hoch. 3, 2, 1, 5, 1. Ich verwirrt. Draco. Ach, cool. Also 1. 5, 3, 2, ist das 2 gewesen? Ach komm schon, der Wechsel geht nicht so gut. Ja. Naja, sind ja schon fast fertig. Die letzten Notes, Skill-Notes sind immer die schwierigsten, weil man da am meisten schauen muss, was man jetzt richtig gemacht hat, was nicht. Oder besser machen könnte. Aber es spielt sich ja richtig genial. Cool, gut. So. Da ist noch Physical. Ja, ist aber auch nicht. Ich nehme es aber nicht mit, weil ich weiß, dass ich halt einfach diese Exalted Items habe mit so
Ja, fast 50%, die wahrscheinlich viel besser sind. Also der Bell ist unglaublich stark jetzt, habe ich so das Gefühl. Je mehr Gegner, desto mehr Schaden machen wir auch. Und ja, okay, da oben, also da oben. Die Gegner haben so gesagt, ja, weil der Draco unten mit dem Gegner Schnickschnack macht, explodieren wir auch, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, statische Explosionen und all so mal sind so richtig random, einfach voll Strongstar. Aber ja, man sieht. Ja, wir sind eben Spellblade, wir haben gar nicht so viel Verteidigung. Jetzt müssen wir einfach alles irgendwie in den Echos zu Ding machen. Ich mache mal ohne Resistenzen, genügend Resistenzen jetzt doch noch Echo. Weil erstens will ich ja noch den Zauberstab zeigen. Ja, das ist ein bisschen knapp. Hä? Was haben wir denn für ein Level 47? Ja, das ist ein bisschen knapp. Das ist, glaube ich, 49 oder 48. Ich hoffe 48. Ach, Ladebildschirme, so seid so grausam. Kann ich mal nachschauen, wie das Zepter so ein Level-Rick hat. 50 sogar, ja, okay. Dann machen wir das in einem nächsten Video natürlich. Eben der Zauberstab hier ist gar nicht so stark. Ich brauche unbedingt einen Tech-Speed-Handschuhe. Jo, dann mache ich das halt, ja, so. Vielleicht in einem Livestream heute Abend, wenn ich genug fit bin. Dann tun wir irgendwie, ja, ein bisschen grinden, ein bisschen leveln und schauen einfach, dass wir Items haben, dass wir ein bisschen durchrushen können dann im Let's Play. Im nächsten Part dann schon andere Monolithen machen können und so. Also ich denke, dunkle Sonne, also die zwei muss ich ein bisschen grinden. Der erste eigentlich nicht. Ich muss Winter dann, wo ist Winter da? Grinden irgendwann mal. Und Ending the Storm ist, also den Sturm beenden, ist glaube ich auch irgendwas, was ich noch brauche. Und wir müssen dann die Arena machen. Also irgendwann mal, wenn der Beat stärker ist, machen wir die endlose Arena. Aber die ist sehr, sehr schwer. Ja, gut. Also wir haben hier freigespielt. Jetzt kann ich noch kurz ein Idol holen, mit dem, was ich am meisten brauche. Es ist meistens sehr viel Void. Was machst du eigentlich hier? Hallo! Liebes Kätzchen! Was würde ich in Goat-Simulator noch sagen? Lustig haben, mega lustig haben. Das war so witzig. Ey. Das ist... Ah, muss weiterhin Goat-Simulator 3 spielen. Können wir mal zusammen in einem Livestream auch machen und so weiter. Also ich brauche, ja nicht physisch, aber... Ich brauche vor allem Wumms. Ich brauche Resi, aber Resi ist das Wichtige. Gift. Kälte. Gift. Ach. Als Necro. Habe ich auch wieder nichts. Nein, ich nicht grudig sagen. Dieses Chaos, dieses Chaos. Und dem Void, also Leere. Die Leere. Oh, schön viel Leere. Kann ich ein bisschen Widerstand weg, physischen Widerstand wegnehmen? Ja, ich muss unbedingt zwei Widerstand wegmachen. So, im Relic habe ich noch gewollt. So ein Donner-Relic gibt es nicht, so Blitzzeugs.
ist ja eigentlich. So, ich spiele halt, ja, nein, das ist der Feta, habe ich gedacht, der geht auch auf Englisch, also englische Wörter findet auch, aber scheinbar bei Relikt nicht. Keine Ahnung. Manche Sachen habe ich auch auf Englisch eingegeben. Leeren Widerstand. Nekrose Widerstand. Ja. Die Sache mit dem Sortieren. Giftwiderstand. Ja, eigentlich wegen dem Ambush kann ich schon Nekrose Widerstand. Giftwiderstand nehmen. Nimm den mal raus und legen sonst in dem einen Fach ab. Nochmal Giftwiderstand. Nicht gruselig sein. Nicht so irgendwas. Zaubertempo brauchen wir nicht, glaube ich. Ja. Nutzen keine Zauber direkt. Außer Buffs. Ja, das ist auch nichts für uns. Ja, so etwas, aber ich möchte unbedingt mal. Also der geht ja eigentlich nur. Okay, ist für alle, aber für die Schurken, für die Scharfschützen, glaube ich, auf Deutsch Marksman. Besser. Oder Ei. Was steht hier? Sever Armbrustsöldner und könnte man als Necro oder so nutzen. Ah, wegen Geschicklichkeit, okay. Ja. Habe ich einfach auf Scharfschütze tendiert. So, Blutrites und Armbrustschützenbild. Können Sie hier mal testen? Ja, relativ wenig Zeit momentan. Muss meinen Vater nachher besuchen im Krankenhaus. Muss Sport machen, mega. Leeren Widerstand, da haben wir es ja. Also Giftwiderstand nehmen wir mit. Und Blitz, Blitz, Dino-Schaden. Ich weiß nicht, das Amulett brauche ich eigentlich gar nicht so sehr. Eine kleine Blitzexplosion. Ich brauche ein Amulett mit Resistenzen. Ich glaube, leeren Widerstand habe ich jetzt genügend. Nein, ich fehlte. Ist da. Leere habe ich genug. Ich brauche physischer Widerstand. Physisch. Geht das überhaupt? Kombinieren? Ja. Nee. Kein Amulett hat physisch Widerstand. So geht es nicht. Also schauen wir mal hier. Physisch. Nein, nicht physischer Schaden. Hallo. Physischer Widerstand. Leeren Widerstand. Ist zu wenig. Physischer Widerstand. Ja. Also. Dankeschön. Okay, sind wir fertig. Also dann bin ich fertig für einen Livestream oder einfach den nächsten Part irgendwann mal. Ja, okay, die Schuhe kann ich eigentlich auch ändern für mehr Resistenzen. Und vielleicht einen Ring wegnehmen. Macht er dafür wie schon. Genau. Jo, ich weiß nicht, wann ich den nächsten Part hochladen kann, weil ich einfach nicht so lange am PC sein kann. Wahrscheinlich erst morgen. Jo, machen wir das einfach im Livestream heute Abend. Dann, dass ich dann Livestream und nicht hochlade. So. Und ich kann nicht während einem Livestream hochladen, das ist klar. Oder sonst mache ich keinen Livestream.
Möchte aber schon endlich mal wieder beginnen auf Twitch. Geil, diese Map. Ja, zu viele Parts sind auch nicht so gut. Einen pro Tag oder zwei, denke ich mal, ist am besten. Machen wir einen Livestream und sind dann einfach auch gut ready für einen tollen nächsten Part, wo wirklich auch Spaß macht. Ja. Okay, dann. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part oder Livestream heute Abend. Tschüss.